Und ein herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Suche Stream. Da ist er. ATS. The America Truck Simulator. So. Schon Level 4. Das geht ja ab wie Schmitz Katze, Digga. Alle zwei Folgen ein Level. Let's go. Wenn das so weitergeht, brauchen wir gerade mal 72 Folgen. Dann sind wir Level 36. Leider wird das so nicht kommen, aber gut. Ja, weiter geht's. Sind ja irgendwo an der Maut. Fahrt vorsichtig. Ist ja aber alles offen, ne? So, erstmal das Wichtigste. Wir müssen mal links. Ja, ne. Nee. Ja, gut, 1000 Kilometer haben wir vor uns. Das ist schon mal eine Hausnummer. Vor allem bin ich mal gespannt, wie wir uns geldmäßig machen. Weil wir werden in naher Zukunft erstmal kein Geld einnehmen, weil, wie gesagt, wir haben noch 1000 Meilen vor uns. Ich habe gerade 1000 Kilometer gesagt, ne? Also, ja, 1000 Meilen. Wir haben noch 1000 Meilen vor uns, das heißt, dass wir das nächste Geld verdienen, dort ein bisschen. Das heißt, ja, jetzt erstmal können unsere Mitarbeiter ein bisschen Geld verdienen. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass wir erstmal so ein bisschen in die Miese rutschen. Naja, passiert. Wie viel haben wir, wie viel Zeit haben wir eigentlich Reserve? Wir haben, oh, gut, 20 Stunden Reserve. Okay. Können wir so locker einmal pennen gehen. Das ist schon mal sehr gut. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Howard Boulevard. Nein. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Das ist doch scheiße. Ah. Schöne rote Welle erstmal, geil. Denn wenn die grün ist, ist die nächste Ampel garantiert auch wieder rot. Also nicht garantiert, sondern 100 Pro. Da kannst du machen, was du willst, so. Ah. Rechts ab.
demnächst rechts abbiegen. Oh, was ist das für eine Firma? Biege nach rechts ab. Mac. Ja, das hat uns ja voll viel gebracht. Neue Route finden. Also, erste Firma war schon mal Reinfall, aber gut, wir haben noch ein paar auf der Liste. Wenn möglich, machen Sie eine Kehrtwende. Und ich meine, hey, letztendlich so, umso mehr Firmen wir aufgedeckt haben, umso besser. Links halten und dann links. Ich fahre viel zu schnell. Danke dafür. Biege nach links ab. Oh, ist er hin, aber ach. Links ab. Ich dachte, das ist die Abgabespur. Ups. Ich bin nicht mehr Teil des Systems. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Warum ist eigentlich alles 55er Gebiet? Ich hasse die West Coast. Die sind überall so langsam. Die haben voll Angst, dass wenn du hier so schnell fährst, du von hier aus direkt ins Wasser fällst. Tja, mit dem LKW werden wir aber auf jeden Fall tanken müssen, ne? Weil ich glaube, 800 Meilen ist bei der Tank, bei dem Tankverstand nicht drin.
unser erstes Einkommen. Wuhu! $600. Nice. Oh Mann, er geht schon wieder bergauf. Oh. Der LKW bricht das sogar schon komplett zusammen. Ha. Geil. Gut, der LKW davor mir bricht noch mehr zusammen. Dann zieh ich mal kurz nach links. Ha. Ihr Luschen. Na, was ist los mit der 3 PS LKW hier? Du Lusche. Und das geht bergab. Oh, lieber Kamauli. Wetten wir für die Ausfahrtsspur? Ah, ne, das sieht nicht so aus. Warum fährt der einfach so langsam? Digga, vor ihm ist alles frei. Ich glaube, der wollte mich einfach nur Projekt checken. Voll die Sportwagenkolonne hier. Oh, vorne sind rote Schilder. Das ist in der Regel nicht gut. What work ahead? Aha. Oh nee. Natürlich müssen wir uns hier enger machen. Bye bye. Dieser Stoßbomber bei dem Auflieger hinten ist aber neu, oder? Diese zwei Ringe, die sich so zusammenknautschen können, wenn da jemand drauf fährt. Wenn er das schon immer bei dem Auflieger? Nee, ne? Hm. Hab ich noch nie drauf geachtet. Ist mir aber auch noch nie aufgefallen, also. Warum ist es jetzt dunkel? Jetzt wieder hell. Ach, weil wir gerade über eine Brücke drüber gefahren sind. Na klar. Oh Mann, ey. Diese Rückspiegel, ne? Das ist mir auch noch nie aufgefallen. Naja, die neue Episode geht gut los. Kommt eine Erleuchtung nach der anderen.
Hey. Fliegt da vorne eine Biene rum, eine Mücke. Ha. Habe ich es erwischt? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Ich sehe zumindest keine. Aber ich sehe auch keine rumfliegen. Hallo, Mücke? Ja, aber brüt mal da hinten alle. Ach ne, da fliegt sie. Guck mal, diese Mücken. Oh, Schlitterparty. Oh, da vorne kommt ganz schön dicke Suppe runter. Oha. Nevada. Mittlerweile haben wir 7000. Ich glaube, die erste Rate können wir damit gut auf jeden Fall bezahlen. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, die Kreditrate. Wobei eben die hätten wir auch schon davor zahlen können. Wir sind irgendwie knapp über 4000 oder also knapp unter 5000, knapp über 4000, irgendwie so. Auf jeden Fall zwischen 4 und 5000. So, warum fahren die hier so langsam? Gut, überholen brauche ich aber auch nicht, weil dann muss ich eh runter. Ich würde da oben direkt mal tanken, ne? Rechts abbiegen und dann links halten. Digga, kannst du nicht gleich komplett zum Stillstand hier? Links halten. Ich glaube, die S-Taste nur kurz angetippt. Demnächst rechts abbiegen. Hm, ob wir gleich pennen gehen wollen? Nee, lieber nicht. Ist noch ein bisschen früh dafür. Wir müssen gucken, dass wir für die restliche Strecke auf jeden Fall unter 10 Stunden brauchen. Oh,
Und wir brauchen ja bis 12 Stunden. Also können wir jetzt noch nicht pennen. Biege nach rechts ab. Immer geradeaus. Da vorne wird das natürlich wieder rot. Ganz geil. Ah, der Reno. Ah, okay. Dann kann ich mal gucken hier. Service Bank. Oh, nicht doch. Weit über 5000. Wow, fast 6000. Wow. Ups. Oh, schöner Ampel. Ist das nicht euer Herz hier, sag mal? Was läuft eure Ampel hier? So, dann ordnen wir uns gleich mal links ein. Denn ich glaube, wir müssen da ein bisschen näher ranfahren an die Firma, damit wir die... Peterbilt! Oh, Leute! Wir sind gerettet! Mal gucken, müssen wir rauffahren? Ja, müssen wir. Ah! Ja. Mach ich immer so. Man kennt mich so. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Oder hinten Rückspiel, Alter. Wow. Not bad. Ah, ich glaube, müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen fahren. Dann werden wir also noch ein bisschen in die Dunkelheit reinfahren müssen. Weil wir auf jeden Fall schon gerne weit unter 10 Stunden Restzeit. Einfach damit wir nach hinten hin genug Reserve haben. Das heißt, ich würde gerne noch mindestens 2 Stunden fahren, bevor wir uns hinpacken. Und dann ist aber definitiv schon dunkel.
So, Digga, Nelge Kurve, was geht ab hier, Boy? Weißt du was? Weil du es bist. So, können wir nämlich auch gleich Pause machen. So. Damit mal sagen, bis zur nächsten Folge.